Vielleicht stehst du gerade am Anfang von deinem Business und erfährst so die eine oder andere Herausforderung oder eine Schwierigkeit, die aufkommt und fragst dich, was du in den Momenten tun kannst. Und ich kenne es von mir, wahrscheinlich kennt das jede Person, die mit ihrem Business startet. Und ich habe mir heute eine liebe Kollegin eingeladen, die Christine Woltmann, die auch schon mal bei mir im Podcast war. Und wir sprechen über ihre größten Learnings. Und die Dinge, die sie gern am Anfang von ihrem Business schon gewusst hätte, so dass du, falls sie Fehler gemacht hat, das werden wir heute auch rausfinden, das auf deinem Weg dir vielleicht ersparen kannst. Mein Name ist Britta Kimpel und hier dreht sich alles um dich und deinen Seinszustand als Unternehmerin. Und ich habe es gesagt, ich habe heute die Christine wieder mal bei mir, die einige ja vielleicht auch aus meinem Podcast schon kennen oder vielleicht folgt dir auch der Christine selber schon. Und ja, Christine, schön, dass du da bist. Du bist Holistic Business Coach. Stell dich doch gern einfach mal kurz vor und lass uns auch wissen, was es mit diesem Holistic auf sich hat. Ja, total gern. Also erstmal wieder schön hier zu sein auf dieser Bühne. Gerne. Ich freue mich sehr und ja, mein Name ist Christine Woltmann. Die einen oder anderen kennen mich bestimmt schon aus einer früheren Episode auch oder auch generell. Und ich wirke als Holistic Business Coach und Mentorin für ja, angehende Unternehmerinnen oder auch bestehende Unternehmerinnen. Und was Holistic ist, werde ich natürlich oft gefragt. Wir kennen es aus der Medizin, dieses Ganzheitliche im Grunde, ne, dass es nicht nur die Schulmedizin gibt, sondern eben auch noch andere Disziplinen, die dann mit reinspielen, um einen Menschen gesund zu halten. Und genauso kann man das im Grunde auch aufs Business übertragen, weil ich festgestellt habe, es reicht eben nicht nur zum Beispiel Strategien zu machen im Business und nur auf die Verstandesseite zu gucken, sondern wir brauchen im Grunde alles da drin, wir brauchen ein Herz drin, wir brauchen die Seele drin. Und das ist das, was ich eben verknüpfe mit, ja, in meiner Arbeit, dass es eben um Strategien geht, um Mindset geht, aber auch um, ja, energetisches Arbeiten, also wirklich in der Tiefe des Seins zu arbeiten. Und ich glaube, da haben wir so unsere Überschneidung. Genau, und das finde ich natürlich persönlich auch an dir mega spannend, weil ich sehe natürlich auch viel jetzt so, ich sag mal, von diesen klassischen Business Coaches da draußen und persönlich mich langweilt das total, wenn das einfach nur diese 0815 Strategien sind im Sinne von, das hat bei mir funktioniert, ihr alle müsst es jetzt auch machen, wenn ihr genauso erfolgreich sein wollt wie ich. Und das ist halt nicht so, weil was bei mir funktioniert, funktioniert halt nicht zwingend woanders auch. Und deswegen finde ich es eben mega spannend, dass du so diese beiden Seiten verknüpfst und wirklich auch einen Fokus auf die innere Arbeit hast. Und ich finde jetzt auch die Erklärung mit dem, was hält den Menschen gesund, übertragen auf was hält dein Business und dich in deinem Business gesund, sehr, sehr spannend. Daher kennen wir es im Grunde, ne, das Holistische. Deswegen fällt es uns da leicht, die Übertragung zu machen und man versteht es auch schneller, was eben das Holistische eigentlich bedeutet, weil es ist sehr Genau. einfach und irgendwie auch logisch, wie du sagst, ne? Es ist das, was eigentlich oft fehlt und ne, Und ich ja. meine, auch von der Übersetzung heißt es halt ganzheitlich, also es werden irgendwie alle Aspekte und Facetten mit reingebracht. Ja. Genau. Und wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über deine größten Learnings im Business und so die Sachen, die du selbst gern am Anfang von deinem Business schon gewusst hättest. Und wir hatten gesagt, wir schauen mal, dass wir so die drei größten Learnings heute herausfinden können. Magst du vielleicht einfach mal direkt mit so der absolut wichtigsten, größten Erkenntnis anfangen? Ja, total gerne. Also eine Sache, die haben wir im Grunde jetzt auf meinem Weg schon so halb angesprochen, aber ich finde das ultra wichtig. Das ist was, was ich auch am Anfang nicht hatte. Also ich war nicht immer Holistic Business Coach. Also ich habe durchaus auch eher über, ne, über eine klassische Schiene erst gekommen, habe auch mir eher mit vielen Strategien und so weiter etwas angeguckt und habe dann diese ganze Inner Work, was du auch schon angesprochen hast, erst so mit der Zeit für mich kennengelernt und gemerkt, was das für Effekte sind. Und wenn ich heute mit Business-Starterinnen arbeite oder auch generell mit Business-Ladies, lege ich da ganz, ganz viel Wert drauf. Also mein allergrößtes Learning war im Grunde schon zu sagen, guck dir nicht nur die Strategien an oder auch nicht nur zu einem großen Teil. Viele machen das zu einem ganz, ganz großen Teil und vergessen dann eigentlich ihre, ne, persönliche Weiterentwicklung, die sie vielleicht aber vorher schon gemacht haben. Und als Unternehmerin stürzen sie sich dann irgendwie in
ne, selbst und ständig und hier noch was fürs Business und da noch was und das muss ich nur aufbauen und den Funnel und keine Ahnung. Und das wird oft vergessen. Und das war für mich auch wirklich ein großer Gamechanger, dass ich gemerkt habe, je mehr ich mich um meine Inner Work kümmere, also meine Energiefrequenz anhebe, meine Blockaden auflöse, mein Mindset immer mehr drehe auf Erfolg, auf Erfüllung, auf Entspanntheit, auf Leichtigkeit, umso mehr wirkt sich das in meinem Business aus. Und die Dinge, die ich im Strategischen gemacht habe oder im Praktischen, konnten viel besser wirken. Und das durfte ich dann eigentlich erst so nach ein paar Jahren erfahren. Und heute ist es was, wenn ich Business-Starterin ja, auf den Weg bringe sozusagen, da lege ich ganz viel Wert drauf, dass ich es von Anfang an schon im Grunde mit berücksichtigen. Cool. Wie kamst du dann zu dem Weg, auch gerade wenn du sagst, es war nicht immer so und du hast auch angefangen so eher mit den klassischen Strategien? Ich habe gemerkt, dass mir das nicht besonders gut tut und auch nicht die Effekte hat, die ich mir gewünscht habe. Also ich kann mich noch an meinen ersten Launch erinnern von einem Programm, der war durchaus erfolgreich, aber er war sau anstrengend, um es ehrlich zu sagen. Also der war so von vorne bis hinten durchgeplant und so wirklich so klein und anstrengend und das muss jetzt so und auch viel in der Angst noch, oh, funktioniert das jetzt und wie kommt das jetzt an und so, dass ich gemerkt habe, meine Energie hat nicht gestimmt, mein Mindset hat nicht gestimmt und nach dem Launch habe ich gedacht, okay, entweder launchst du nie wieder oder du musst irgendwas verändern. Und das war so Anfang 2018, also ich habe 2017 mit dem Coaching-Business gestartet und da habe ich dann so nach einem Jahr schon gemerkt, so, irgendwie muss ich da was ändern. Und was ich ändern musste, wusste ich am Anfang auch noch nicht ganz. Also ich musste das okay, weil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also hast du erstmal eine neue Strategie ausprobiert, weil das ist das, was ich viel beobachten kann. Dann machen wir halt so Strategie-Hopping, nenne ich das gern. Jein, also ich habe schon schnell gemerkt, dass es nicht nur an der Strategie lag sozusagen. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe mir selber viel zu viel Druck gemacht. Und man muss sagen, die Strategie hat ja funktioniert, also vom Grundsatz her. Es war ja nicht so, dass er nicht erfolgreich war, sondern es hat funktioniert, aber das Gefühl dahinter stimmte einfach nicht. Und deswegen habe ich mich gefragt, okay, warum stimmt das Gefühl nicht? Weil, ne, weil ich habe gemerkt, da ist Druck, da ist Angst. Und da habe ich versucht, relativ schnell reinzugehen. Warum ist denn eigentlich die Angst da? Warum ist denn das da? Und das habe ich auch, ich bin ja ausgebildeter Coach, also ich habe erstmal mit meinen eigenen, ich sag mal, Bordmitteln gearbeitet. Habe dabei festgestellt, nee, irgendwie sitzt das noch tiefer und bin dann, also das war dann noch nicht ganz 2018, sondern erst im Laufe der Zeit, so ne, 2019, da habe ich mit Theta Healing angefangen und bin dann immer mehr ins Energetische auch gekommen und da habe ich dann wirklich gemerkt, oh, da komme ich wirklich in die Tiefe rein. Also da kann ich so richtig in der Tiefe arbeiten und machen und tun und dann kann ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, ging auch wirklich erst die Tür auf. Also da die inneren Blockaden in der Tiefe zu lösen und die auch einfach diese Last abzulegen, die ich mir, diesen Druck, den ich mir selber gegeben habe, das wirklich anders anzugehen, mit einer ganz anderen Gewissheit zum Beispiel an so einen Launch zu gehen, das hat für mich einen großen Unterschied gemacht. Cool. Und ich glaube, das, was du sozusagen als Energiearbeit machst und bezeichnest, ist wahrscheinlich so relativ ähnlich zu dem, was ich über das Nervensystem mache. Weil für mich ist Nervensystem, Energiesystem ist so das Gleiche. Deswegen eben auch da total spannend, dass es am Ende wieder relativ ähnliche Ansätze, aber irgendwie doch andere Herangehensweisen sind. Ganz genau, ja. Was würdest du denn sagen, eben wenn du mit Anfängerinnen oder auch, du arbeitest ja auch mit fortgeschrittenen Unternehmerinnen, wie gehst du denn da an die Energiearbeit ran? So ein bisschen noch, um den Schlenker zu machen, bis wir zum zweiten Learning kommen. Ja. Also wir haben im Grunde, oder was wir erstmal verstehen müssen, ist, es ist nicht so, dass uns ja alle Blockaden bewusst sind. Also wir haben nicht immer so dieses, oh, das ist mir jetzt komplett bewusst, warum ich jetzt diese Angst habe und ich weiß, das geht jetzt auf, was weiß ich, irgendein Familienthema zurück. Sondern das ist das, also ne, ich nehme mal das Beispiel des Eisbergs, das ist das, was in der Tiefe schlummert. Und wir müssen uns gar nicht der Illusion hingeben, dass wir alles durch Bewusstheit auflösen können. Also nach dem Motto, das ist ja was im klassischen Coaching passiert, ja, ich mache mir das bewusst und dann fällt mir irgendwie, ne, kann ich da mit irgendeiner Technik dran arbeiten. Ja. Sondern energetische Arbeit ist im Grunde, also viele, ne, man würde jetzt vielleicht sagen, was man nie erlebt hat, das ist eine Art Meditation. Ja, ich gehe wirklich in die Tiefe rein, wie so eine Trance auch und arbeite dort mit bestimmten Energieströmen, kann man tatsächlich sagen.
die das helfen, das aufzulösen. Also weil Blockaden sind auch oft im Energiekörper gespeichert und sind eben nicht greifbar, die sind so diffus. Und durch die energetische Arbeit kann ich diese Blockaden im Energiekörper auflösen. Das wirkt sich auf den physischen Körper aus und das wirkt sich auch oft auf, ja, letztendlich schon, ne, das Äußere aus, weil ich einfach merke, wow, die Blockade ist gar nicht mehr da. Ja. Die Angst ist einfach weg sozusagen. Ich muss gar nicht verstehen, warum die jetzt weg ist oder was mit der passiert ist, sondern ich erlebe es einfach im Außen, okay, das belastet mich ja zum Beispiel gar nicht mehr. Und deswegen ist die so wirkungsvoll in der Tiefe und dieses Unbewusste spielt da einfach eine ganz, ganz große Rolle. Also es ist ein Einlassen auf Energiearbeit auch und man kann sich immer verstehen, warum es jetzt so funktioniert. Aber viele meiner Kunden sagen dann eben so, wow, es ist so, es wirkt so ein bisschen magisch, aber letztendlich ist es irgendwie auch klar, wenn man es erklärt, ne, dass es einfach in der Tiefe arbeitet und eben nicht, ne, an der Oberfläche, im Bewussten sozusagen. Cool. Das heißt, das ist wirklich so, das ist das, womit du anfängst, das ist die Basis von allem, eben erstmal wirklich, keine Ahnung, das Fundament, vielleicht kann man es so sagen, das Fundament legen, auf dem man dann Strategien überhaupt aufbauen kann. Ganz genau, ja. Und zum Beispiel in meiner Online-Business-University, bevor ich überhaupt was im Business mache, fange ich überhaupt damit an. Also ich nenne das, ne, Empowerment-Trainings, weil es erstmal greifbarer ist, aber genau das machen wir. Wir klären, wir lösen auf, wir gehen in die Dinge rein, damit die Starterin schon mit einem ganz anderen Mindset daran gehen im Grunde. Und sowas wie, ne, bin ich gut genug, bin ich überhaupt eine Expertin, dass sie das im Grunde schon aufgelöst haben. Und das ist zum Beispiel was ich mir früher so wahnsinnig gewünscht hätte oder ich glaube, jeder sich gewünscht hätte. Aber das wusste ich damals halt auch noch nicht, dass das wirklich, ne, so tief auch geht und dass ich auch erstmal diese Dinge auflösen darf, diese Inner Work machen darf im Grunde, bevor es dann in das Business reingeht. Also ich habe früher auch immer gedacht, ja, ich muss nur die richtigen Strategien machen oder nur das richtige Tool finden und dann läuft das. Aber es hat viel mehr mit uns selbst zu tun, als wir eigentlich glauben. Und ich würde aus heutiger Sicht sagen, sogar 80-20. Also 80% darf Inner Work sein und 20% letztendlich Strategien, praktisches Doing. Und für mich auch, also wenn wir sozusagen im Inneren das aufgelöst haben, was uns zurückhält, dann muss ich auch nicht mehr schauen, was machen andere. Das war jetzt so in dem Zusammenhang vielleicht für mich eins der größten Learnings, weil ich natürlich auch am Anfang irgendwie nach der richtigen Strategie gesucht habe und dann irgendwie hier mal hingestolpert bin und da mal hingestolpert und hier viel zu viel Geld ausgegeben und dann die Strategie doch nicht umgesetzt, weil es nicht meine war. Aber in dem Moment, wo ich in mir so klar war, es ist mir so egal, was andere machen. Die können mit, keine Ahnung, wie viel Umsatz mit ihrer Strategie machen, die interessiert mich nicht im geringsten, weil ich weiß genau, was ist meine Strategie. Ja, das ist der schöne Side-Effekt, kann man so sagen. Du bist viel mehr in der Mitte, schaust nicht mehr rechts und links, was auch oft ein Anfängerthema ist. Ne? Dieses, oh, ich guck mal schnell. Und vergleichen dadurch halt dann auch. Genau, und das hört dann wirklich auch auf oder ist nur ganz marginal da, das stört einen nicht mehr. Also du weißt einfach, das, was ich tue, ist im Alignment mit mir. Das ist wirklich, ne, im Einklang und ich muss dann gar nicht rechts und links gucken, weil ich einfach weiß, das, was ich tue, funktioniert, weil da meine ganze Energie im Grunde reingeht. Ja. Cool. Das finde ich schon mal ein sehr wichtiges erstes großes Learning. Was ist denn das zweitgrößte oder das zweitwichtigste Learning, was du in den Jahren hattest? Also das zweitwichtigste ist, würde ich sagen, ein Thema, was viele immer unglaublich interessiert am Anfang, das letztendlich schöne Thema Positionierung kann man drauf zurückkommen. Aber, jetzt kommt das Aber gleich, die meisten würden ja erstmal erzählen, so ja, du brauchst eine ganz klare, spitze Positionierung. Ich habe aber festgestellt, für die meisten, mit denen ich auch arbeiten durfte, und das waren jetzt, ne, mittlerweile über 1000 Frauen, beziehungsweise ich glaube sogar deutlich mehr mittlerweile. Ich schreibe das mal auf meiner Website, aber es sind wirklich sehr, sehr viele gewesen. Für die funktioniert es einfach nicht. Und das habe ich auch erst mit der Zeit festgestellt. Also am Anfang dachte ich, ach, es funktioniert nur für mich nicht, also muss ich einen anderen Weg finden. Dann habe ich in meiner Arbeit als Business Coach festgestellt, es funktioniert für viele andere auch nicht. Also scheint es ja irgendwie nicht für alle das Richtige zu sein. Und auch wenn es immer noch viel draußen gelehrt wird, habe ich festgestellt, Positionierung ist für mich mittlerweile anders und ich habe da auch meinen eigenen Ansatz mittlerweile entwickelt, dass ich einfach festgestellt habe, es ist viel schöner, deine, ich sag mal, Facetten rauszufinden. Also was sind deine Stärken? Was bringst du mit an natürlichen Talenten? Was hast du vielleicht auch gelernt an Kompetenzen? Wo hast du Ausbildung gemacht? Was war so der rote Faden in deinem Leben? Wo hast du schon immer anderen Menschen zum Beispiel geholfen? Also so verschiedenste Puzzlestücke rauszufinden.
und daraus quasi eine einzigartige Positionierung zu kreieren, die nicht darauf ausgelegt ist, dass die super spitz ist, sondern im Grunde einzigartig zu dir und zu dir in diesem Moment passt. Das bedeutet nämlich auch, dass ich eine Positionierung über die Zeit verändern kann. Und das hat sie bei mir auch. Also über die Jahre, seit ich gestartet bin, hat sich immer wieder was in Nuancen auch verändert. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und das ist für mich eben das Geheimnis auch einer, sag mal, guten Positionierung, die für viel mehr Personen deutlich besser funktioniert, dass sie im Grunde klar ist, also klar für den Moment, klar und einzigartig, aber eben nicht irgendwie in so eine Nische gequetscht, oh, da ist noch keiner, da muss ich jetzt rein und ich darf nichts anderes machen. Das engt ganz viele ein und hat mich zum Beispiel auch immer eingeengt, dieses Gefühl. Und ich finde das total spannend, also weil letztendlich ist auch da das innere Erkennen wieder für dich an erster Stelle. Und also ich glaube irgendwie jetzt einfach, mein Bruder hat das früher gemacht, der wollte einfach das schnelle Geld machen und hat einfach irgendwie sich umgeguckt, was gibt's noch nicht, was fehlt irgendwo und dachte, ah, das könnte ich doch machen, weil eben das ist eine Nische. Und ich glaube, das ist komplett falsch gedacht, weil er hat es auch nie umgesetzt. Aber das ist ja eben so dieses erst wieder im Außen, anstatt bei sich selber anzufangen. Genau. Und ich finde, für mich ist Positionierung wirklich immer so, also weil ich glaube, es macht schon Sinn, irgendwie was zu haben, dass die Leute, also dass man nicht zu breit ist, aber ich fand jetzt deine Erklärung super spannend, also weil eben man ist nicht zu breit, sondern man hat einfach dann wirklich genau alle Facetten von sich integriert und dadurch ist man einzigartig. Absolut. Und das ist auch schon eine Positionierung. Also viele sagen, das ist ja noch gar keine Positionierung. Doch, das ist es schon, weil es ist ja deine Position, wenn man es mal auf das Wort zurücksetzt. Ne? Du stehst für etwas am Markt da draußen und du stehst halt für das, was du eben mitbringst, was du kannst, was du willst, was dich besonders interessiert. Also diese Facetten integriert das schon. Und das ist eben, kann man sagen, wie so ein Kunstwerk letztendlich. Und das macht eben diese Einzigartigkeit aus, weil das Problem an der klassischen Positionierung ist ja, was machst du denn, wenn jemand anders in die Nische reinkommt? So, der macht genau das Gleiche wie du und dann ist die Nische auf einmal voll. Und dann gibt es ganz viele Kopien von dir beispielsweise. Da kannst du dann ja kaum drauf reagieren, wenn du nur nach dieser Nische gegangen bist. Und oder ne, du quetschst dich in irgendeine andere Nische, wo noch 10 andere drin sind. Und das ist auch dieses Thema, dass viele sich mit diesem nischigen Positionieren so schwer tun, das fühlt sich nie richtig an. Ich bringe mal das Beispiel, es fühlt sich für mich immer an wie so ein zu enges Kleid. Ja? Das sieht es an, das ist nicht meins. Und müsst eigentlich nur dir das vom Leib reißen, weil es nicht passt. Und das ist oft das Problem an so einer sehr spitzen Positionierung, dass die oft eben ja, mit der Zeit zu klein wird, zu eng wird, weil wir entwickeln uns ja auch weiter. Und die kann sich aber nicht weiterentwickeln, weil die Nische oft ja so bleibt, wie sie ist. Die ist nochmal starr. Und das, was sich weiterentwickelt, sind wir Menschen, wir sind lebendig. Und deswegen macht es viel mehr Sinn, nicht bei einem, ich sag mal, bei einer Sache, also einer Nische anzusetzen, sondern eher bei uns selbst anzusetzen. Und dann eben uns auch zu erlauben, dass sich das über die Jahre auch verändern darf. Weil gerade da, ne, die Online-Welt ist ganz wichtig. Wir sind schnelllebig. Warum sollen wir uns nicht wandeln dürfen? Das ist total in Ordnung. Ja. Und ich finde vor allem, also ich habe da die Tage tatsächlich drüber nachgedacht, weil ich habe das, also ich war erst vor einem halben Jahr in einem Wandlungsprozess und ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder im Wandlungsprozess. Und dann kommt natürlich schon irgendwie so, wirklich, kannst du jetzt irgendwie jetzt schon wieder irgendwas verändern, was du vor einem halben Jahr irgendwie erst in die Welt gebracht hast, so ungefähr. Und trotzdem, irgendwie finde ich aber das auch gut, weil es zeigt ja eben genau auch, dass ich mich weiterentwickle. Und ich finde eher das irgendwie seltsam, wenn jemand seit 100 Jahren genau das Gleiche macht, weil ich mich dann irgendwie frage, okay, ja, es funktioniert, es scheint gut zu sein, aber wo ist irgendwie die Entwicklung, die doch auch sich in dem, was man tut, zeigen muss? Ja, absolut. Und das ist auch, glaube ich, schwierig, ja, wie soll ich sagen, immer so am Anfang zu verstehen, weil wir glauben ja dann so, ja, aber jetzt muss ich da jetzt erstmal und dann darf ich nicht. Und ne, diese Entwicklung erlauben wir uns ja oft gar nicht, dieses Weiterentwickeln. Und oh, was denken jetzt die anderen, wenn ich jetzt auf einmal irgendwas anderes mache? In der Regel denken die gar nichts. Die merken es teilweise nicht mal. Oder was ich viel kriege, ist, dass es auch inspirierend ist. Also das ist wirklich, also weil ich habe so viel Richtungswechsel, also
Ich bin seit irgendwie 12, 13 Jahren selbstständig und ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Ecken und Kurven ich in der Zeit gemacht habe. Und ich habe Leute, die mich wirklich auch seit irgendwie 10 Jahren auf dem Weg als Kunden begleiten und ganz viele von meinen Ecken und Richtungswechseln mitgegangen sind. Und das häufigste Feedback ist tatsächlich, wie inspirierend das ist, dass ich wieder irgendwie einfach auf mich höre und sage, nee, und jetzt ist Zeit für was anderes. Ganz genau. Und das ist, finde ich, auch was, also ich kenne das auch, ne? Ich bin ja als Bloggerin vor 10 Jahren in die Online-Welt gekommen. Ich habe und halt auch mit einem anderen Thema. Genau, ich habe als Yogalehrerin gearbeitet. Also ich habe auch schon so unterschiedliche Dinge gemacht und alles ist für mich immer wieder eine Facette geworden. Also auch wenn ich es jetzt nicht bis in die Unendlichkeit ausgedehnt habe, manche Dinge, war es immer ein Teil meiner Reise und all dieses Wissen, diese Erfahrung integriere ich ja wieder in mein heutiges Sein, in mein heutiges Business. Und das ist ja das Schöne, mein Business ist so reichhaltig, weil ich diese ganzen Erfahrungen gemacht habe, weil ich es mir erlaubt habe. Und wer das nicht tut und immer denkt, ich muss jetzt erst genau das Richtige finden, wofür ich für die nächsten 10 Jahre stehen kann, ich glaube, der geht es einer Illusion auf den Leim, weil diese super Beständigkeit gibt es nicht, weil wir würden uns dann verbieten, uns weiterzuentwickeln. Das wäre definitiv nicht das Richtige. Ja. Und ich glaube auch, also ein Fehler, den ich jetzt gerade bei Positionierung und Nischen und so auch sehe, ist das Überlegen vom Kopf. Also erstmal die Nische komplett wissen, ohne dass wir losgehen und reinfühlen. Also ich hatte zum Beispiel, auch wo ich noch Yoga unterrichtet hatte, ich hatte so das Gefühl, ich will unbedingt Yoga für Teenie-Mädchen unterrichten, so Embodiment-Sachen wirklich, weil ich finde, wenn man da ansetzt, wenn man die in ihren Körper bringt, wenn man die irgendwie ihren Körper fühlen und lieben lässt, was sich für die später verändert wird. Und ich dachte so, das ist so ein wichtiges Thema für mich. Und das war riesig in meinem Kopf. Und ich habe irgendwann diesen ersten Yoga für Teenie-Mädchen-Kurs ausgeschrieben und ich habe die erste Stunde unterrichtet und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Mhm. Und ich habe zum Glück wirklich nur eine 10er-Serie ausgeschrieben und ich glaube, ich habe sogar noch eine zweite dann drangehängt. Aber ich habe einfach gemerkt, ja, das Thema ist super wichtig, aber ich bin nicht die Person, die das machen muss. Ich bin einfach komplett die Falsche. Und ich konnte es halt nur rausfinden, indem ich reingegangen bin. Und ich glaube auch hier eben, dass sich erlauben, auszuprobieren, ist super wichtig, finde ich. Genau. Und eben auch loszulassen wieder, ne? So wie du es jetzt gemacht hast, dass du sagst, okay, ich habe das jetzt 10-mal, 20-mal gemacht und ich weiß, es ist ein wichtiges Thema, aber ich bin nicht die Richtige sozusagen in dem Moment dafür, ist auch super wichtig, dass wir uns das erlauben. Und da kann ich auch nur eine Sache sagen, viele glauben immer, oh, ich kann mich nicht festlegen, ne? So diese typische Scanner-Mentalität, ich habe 1000 Interessen und alles interessiert mich. Und das ist auch zu einem gewissen Part richtig, ich bin auch eine Scanner-Persönlichkeit. Aber auch da ist es so, ich hatte auch schon 1000 Business-Ideen mehr, ich habe nicht jede davon umgesetzt, muss ich auch nicht. Es hat mir manchmal einfach nur Spaß gemacht, mit einer Idee zu spielen. Und also ich weiß zum Beispiel, als ich schwanger war mit unserer Tochter, ich hatte 1000 Business-Ideen, was man im Babybereich alles machen kann. Ich habe nichts davon umgesetzt. Das war total okay, weil ich einfach nur Spaß hatte, damit zu spielen. Aber es gibt eben Dinge, ne, wo ich einfach fühle, wow, das ist jetzt dran, das umzusetzen. Und das integriere ich und lebe ich im Grunde mit meinem Business aus. Ja. Und du bist ja auch wie ich, also du machst ja auch Ausbildungen, die vielleicht irgendwie in, ich sag mal, Mini-Anteilen mit reinfließen, einfach von irgendwelchen Erkenntnissen oder Wissen, aber die jetzt nicht Teil von deinem Business sind. Also ich denke jetzt gerade dran, wir haben beide die gleiche Astrologie-Ausbildung gemacht und wir beide haben das nicht wirklich in unserem Business drin, jetzt als Angebot, sage ich mal. Genau. Also auch das ist ja was, ich kann ja was für mich machen. Absolut. Und das ist auch wieder was uns einzigartig macht, wenn wir es eben vielleicht auch nur in Facetten reinbringen. Also ich kann schon auch Wissen aus der Ausbildung eben mit reinbringen, was ich, wenn ich jetzt mit meinen Kunden irgendwas habe oder einen Kurs habe, dass ich durchaus ein paar Dinge darüber weiß. Aber natürlich bin ich jetzt keine Astrologin, die jetzt Readings ohne Ende macht und das jetzt als ihre Berufung sieht. Aber es glaube ich, macht diese Facetten auch aus. Und viele fragen mich auch immer, ja, Christine, was ist das, was du machst? Also was für ein Konzept verfolgst du genau dahinter? Und dann kann ich immer nur sagen, du, ganz ehrlich, ich habe 1000 Sachen gemacht und alles fließt da irgendwie mit ein. Also ich habe nie eine Ausbildung gemacht, weil ich genau das machen wollte, sondern ich habe es immer irgendwie auf meine Art und Weise dann umgesetzt. Und sich das oder mir das zu erlauben, hat auch eine Weile gebraucht. Also da würde ich wirklich auch sagen, das hatte ich am Anfang auch noch nicht so, ja, um auf unser Thema zurückzukommen. Und das war wirklich was ich mir über die Jahre immer mehr erlaubt habe. Und heute ist es für mich total normal. Und ich glaube, das ist auch das, was uns so als
ja, vielleicht auch Diamanten dann auszeichnet. Ne? Ein Diamant hat viele verschiedene Facetten, der ist nicht nur eine glatte Fläche und so ist es und nicht anders, sondern der ist eben einzigartig als Solitär und genauso sind wir eben auch, wenn wir uns das wirklich erlauben über die Zeit. Cool. Sehr spannend. Das heißt, größtes Learning war, die innere Arbeit sollte 80% ungefähr einnehmen von unserem Business und das Ganze nach außen tragen dann tatsächlich nur noch die 20. Das zweite Learning, wirklich die Positionierung, das, was uns einzigartig macht, sind genau diese Facetten und es muss nicht irgendwie eine Nische sein, die wir jetzt finden und besetzen können und da festsitzen. Was ist denn dein drittes wichtigstes Learning? Das geht nochmal in eine andere Richtung und das konnte ich auch erst so in den letzten, ja, ich würde fast sagen, so 2 Jahren für mich rausarbeiten. So quasi hat sich so gezeigt, was ich aber heute auch schon definitiv mitgeben würde. Und das hat was mit, ja, ich würde mal sagen, mit Verbindung und ja, Kooperieren zu tun. Wir sind in einer Welt, also in einer eher männlich geprägten Welt ja aufgewachsen, also zumindest die Businesswelt ist eher männlich, mit männlichen Energien geprägt. Und da ist es viel dieses Thema, ne, Wettbewerb, Konkurrenz, dieses Gegeneinander und der war jetzt schneller als ich und ich habe das so und so rausgebracht. Und ich glaube, also auch wenn ich nie so diesen Konkurrenzdruck oder Wettbewerbsdruck gespürt habe, es ist was, was viele am Anfang beeinflusst. Und das war bei mir auch so. Also ich habe auch immer gedacht so, mit wem tauschst du dich denn da jetzt aus und kannst du das jetzt so offen rausbringen und so. Also das war auch öfter so ein Thema bei mir. Und genauso auch dieses Vernetzen und Kooperieren, das habe ich am Anfang sehr zurückhaltend gemacht. Ich bin auch am Anfang ein, zwei Mal so ein bisschen auf die Nase gefallen damit und das hat, ne, dann, dass ich mich wieder so zurückgezogen habe. Ich habe aber gemerkt, und das war immer so meine Vision, ich habe immer so über den großen Teich geguckt und habe gemerkt, dass in Amerika zum Beispiel eine ganz andere Mentalität dort herrscht, dass die viel mehr kooperieren, auch im wirtschaftlichen Sinne. Also es sind auch oft Partnerschaften und dass sich das aber gegenseitig extrem befruchtet. Und ich hatte dann immer so die Vision, oh, wie schön wäre das, wenn einfach auch im deutschsprachigen Raum mehr zum Beispiel Frauen zusammenarbeiten würden, mehr Business Ladies sich austauschen würden, mehr zusammen machen würden, kooperieren würden. Und nicht im Sinne, wir klucken jetzt immer aufeinander rum, sondern eher so dieses, hey, was geht bei dir jetzt gerade, was hast du vor, was habe ich vor, wie kann ich dich unterstützen, wie kannst du mich unterstützen? Und das habe ich wirklich erst so in den letzten Jahren mehr und mehr ja, für mich etabliert. Und ich spreche auch immer mehr mit meinen Business-Starterinnen darüber und ich finde es so spannend in diesem Jahr, also zum Beispiel bei denen, die jetzt in der aktuellen OBU sind, wie die sich schon vernetzt haben von Anfang an, da hätte ich mir wirklich gerne Scheibe abgeschnitten für frühere Sachen. Das ist so enorm zu sehen. Wir hatten das auch letztens in einem Meeting besprochen, wo die gesagt haben, das war so Gold wert, das von früh an sozusagen zu lernen. Und das wäre wirklich was, und das ist für mich ein Learning, was ich gerne auch früher etabliert hätte und was ich jeder Starterin, jedem Starter nur empfehlen kann. Igel dich nicht ein, sondern guck wirklich, wer, mit wem ergänzt du dich gut, mit wem bist du auf einer Wellenlänge, um dann nicht alleine als, wie es immer so schön heißt, Solopreneur oder Solopreneurin ja. Vor dich hinzuwursteln. Ja, und das finde ich auch mega wichtig und also das ist sicherlich auch was, wo ich noch ziemlich viel Potenzial habe, sage ich mal. Weil ich einfach kein Netzwerktyp bin, aber für mich ist auch das, was du angesprochen hast, mega wichtig mit diesen Konkurrenzgedanken und so. Und ich erlebe das zum Beispiel auch ganz oft, dass irgendwie eben eine Angst da ist, was, wenn ich das jetzt irgendwie, ich gebe mein Freebie raus, was, wenn es jemand kopiert. Und da kommen wir eigentlich wieder zu Learning 1 zurück. Das ist nur eine Angst, weil irgendeine Blockade im System ist. Und sobald das gelöst ist, mir ist es völlig wurscht, wenn mich jemand kopiert, weil der kopiert halt mein Produkt oder meinen Text oder was auch immer. Das ist sowieso nicht meins, das kommt wo auch immer her. Aber ich kann nicht kopiert werden. Und deswegen irgendwie, finde ich, rundet das gerade alles ab. Weil wenn du dich wirklich mit deinen Facetten zeigst, kannst du eh nicht kopiert werden. Also bring raus, was du rausbringen willst. Und selbst wenn es das gleiche Produkt nochmal gibt, so what? Es gibt Leute, die wollen zu dir und es gibt Leute, die wollen sowieso nicht zu dir. Dann ist es auch egal, ob jetzt jemand ein Produkt kopiert hat. Ganz genau. Und genau das ist es auch. Ne? Wir sind ja keine Sache, kein sachliches Produkt in dem Sinne, sondern viele von uns stehen ja als Marke mit ihrer Persönlichkeit draußen. Und ja. Persönlichkeit, die Energie dahinter, kannst du halt nicht kopieren. Dementsprechend, ne? wer das wirklich so auslebt und da voll in seiner Energie ist, der kann, so, ne? kann sowieso nicht kopiert werden.
Und ich habe sogar eher das andere erlebt, dass ich mir dachte, also ich kenne das eben auch, ne, was du gesagt hast, man hat dann so eine gewisse Zurückhaltung. Aber ich habe dann irgendwann entschieden, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich gehe wirklich jetzt einfach mal ins quasi ne, gefühlte Risiko rein und biete das auch einfach mal an. Ich spreche offen an, dass ich zum Beispiel auch Partnerschaften haben möchte, dass ich mir das vorstellen kann mit jemandem, gehe offen drauf zu. Und nicht alle sagen sofort ja, aber ich habe sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Und auch ne, Business-Partnerschaften, Business-Freundschaften sind dadurch entstanden, was mich als Unternehmerin über die Zeit viel, viel stärker gemacht hat und viel schöner gemacht hat, als es wirklich wäre, wenn ich jetzt einfach nur für mich alleine machen würde, immer nur quasi in meinem eigenen ne, Saft schmoren würde und immer das Gleiche machen würde, sondern es ist doch total schön, auch da diese Weite, diese Vielfalt auch anzunehmen, zu sagen, wow, das ist doch mega, auch was meine, keine Ahnung, meine Business-Kolleginnen alles so machen, ja, deine Ausbildung zum Beispiel, ich finde die grandios. Und warum soll ich das nicht empfehlen? Warum soll ich nicht sagen, boah, ich finde die mega, ich kann das total unterstützen, ich kenne dich ja auch näher, so, ne? Warum soll ich nicht gut darüber sprechen? Und genauso, dass du vielleicht sagst, boah, das finde ich bei dir total toll, das ist was, das ich gebe ich gerne weiter und kann ich von Herzen empfehlen. Und das wirklich auch als, also zum einen, das ist natürlich auf menschlicher Ebene, aber es darf auch ein Business-Teil sein. Warum nicht? Warum sollen wir auch nicht mit Partnerschaften zum Beispiel Geld kreieren dürfen? Ist ja auch immer sowas, ne? Dieses, so, was ich Affiliate-Thema und so. Ich kriege das manchmal noch so mit, gerade im deutschsprachigen Raum, dass das noch so ein bisschen so, oh, das ist ja irgendwie was Schmutziges. Nee, warum denn? Das ist genauso, ne, wenn ich eine Empfehlung von Herzen gebe, warum soll das nicht belohnt werden? Also, ich verstehe das Problem dahinter gar nicht und mittlerweile finde ich es einfach schön, dass da immer mehr die Tür aufgeht. Und ich habe jetzt echt bei meinen Business-Starterinnen so gemerkt, die jetzt in meinem Programm sind, wenn du von vornherein da gleich diese Tür mal aufmachst und sagst, hey Leute, ne, guck mal, was da für Möglichkeiten sind, habt ihr da überhaupt schon mal drüber nachgedacht, dann gehen sie von vornherein ganz anders damit um. Und also ich habe mich über Jahre damit echt schwer getan. Ich bin auch keine Netzwerkerin, wahrlich nicht. Aber ich habe auch gemerkt, ich muss gar nicht jetzt mit 1000 Leuten Kontakt sein, sondern ich finde es schön, eine Handvoll toller Kontakte zu haben. Ne? So wie mit dir jetzt beispielsweise. Dass ich und du warst übrigens tatsächlich mein erster Kontakt auf dem ganzen deutschsprachigen Online-Business-Markt. Weil, wie gesagt, ich bin die gern einfach in ihrem eigenen Süppchen rumkocht. Und ich habe halt mein Team gleich. Also ich habe Leute, mit denen ich austauschen kann. Ich habe ein paar Freunde, mit denen ich da auch intensiv reden kann, auch wenn sie keine Unternehmer sind. Aber so wirklich jemand anderes, der den Weg auch gegangen ist, bist du tatsächlich mein erster Kontakt gewesen. Oh. Schön, ja, siehst du, und da sind so schöne Sachen schon entstanden. Genau. Ja, wir sind ja doch ein gutes Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Aber ist denn dann, weil du hast es angesprochen und das ist spannend, weil ich habe das tatsächlich auch, ich kenne ja ein paar Leute, die bei dir gerade auch in der Online Business University sind und ich habe auf Insta tatsächlich eben, ist mir wirklich auch aufgefallen, dass da viele Kooperationen sind. Ist das was du auch, also nicht nur ansprichst, sondern hast du dann in der Business University auch irgendwie ein Format, was das unterstützt, so ein Netzwerkformat? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben von vornherein ein Buddy-System eingeführt. Wir haben auch immer wieder angeregt, kleinere Masterminds ne, zu bilden. Also das ist was wir immer wieder auch über das Jahr angesprochen haben. Wir haben auch so ein Format, das nennt sich Wine and Dine, also wo wir uns immer mal regelmäßig locker ne, beim Weinchen oder Getränk abends austauschen in kleineren Gruppen und da ist ganz, ganz viel entstanden. Das haben wir davor das Jahr noch nicht gehabt und da merkt man wirklich den Unterschied, dass die auch super dankbar sind, plus, dass ich es wirklich auch in einer Masterclass mal thematisiert habe, das ganze Thema ne, Kooperation, wie man das leben kann, was das für ein Potenzial hat und das hat echt vielen die Augen geöffnet, also da bin ich total dankbar, auch meinem Gefühl gefolgt zu sein, das auch so früh anzuregen, weil ich dachte, naja, gut, wenn sie es jetzt irgendwie ne, mit der Zeit dann mitkriegen. Aber ich meine, die haben teilweise jetzt schon Produkte zusammen kreiert im ersten Businessjahr. Das ist für mich wirklich was Besonderes. Und man sieht einfach, es ist auch schön, mal die Kräfte zu bündeln. Das ist natürlich nicht immer für jeden was oder wo nicht alle irgendwie, es ist auch kein Muss. Sondern es ist irgendwas, wo viele sich aber nach sehnen, gerade so Frauen, das eben nicht vor sich hin brodeln da und ihr Süppchen köcheln, sondern dann tatsächlich eher so dieses, ja, sich mehr verbinden und wirklich echte Verbindungen schaffen. Ne? Cool.
Und ich glaube, das ist doch eigentlich auch eine ganz gute Brücke. Eben, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Online Business University auch gesprochen. Und du hast ja Anfang April auch ein Bootcamp, wo man dich und deine Arbeit noch näher kennenlernen kann. Magst du da kurz noch was dazu sagen? Ja, total gerne. Also das Holistic Business Bootcamp, das findet vom 1.4. bis zum 5.4. statt. Am 31. ist schon ein kleines Warm-up. Und das ist ein Bootcamp, was ich jetzt zum zweiten Mal durchführe. Also letztes Jahr gab es das auch schon mit einer wunderbaren Gruppe von Frauen. Das Bootcamp ist kostenfrei, also man braucht nur die E-Mail-Adresse eintragen, dann kann man teilnehmen. Und das ist was für alle, die wirklich gerade so am Business-Start stehen oder auch noch überlegen, die vielleicht noch nicht mal so klar mit ihrer Idee sind, wo sie wirklich auch, also das Ziel des Bootcamps ist es, in dieses Empowerment zu gehen. Also wirklich diesen Startschuss zu fühlen, okay, jetzt gehe ich los, ich mache mir meine Vision klar, ich gehe schon mal in Ängste rein, wir werden auch ein Clearing zusammen machen, wir sprechen auch über die ersten Schritte auf dem Weg, also das soll wirklich so ein Startschuss sein, wenn du fühlst, ja, jetzt möchte ich irgendwie losgehen und ich brauche vielleicht nochmal so den Anschubs, dann ist das genau das Richtige, in diesen 5 Tagen wirklich voll dabei zu sein. Es findet live statt, wir zeichnen aber auch auf, also man muss jetzt auch nicht jeden Tag dann dabei sein, aber es gibt morgens ein Training, abends ein Training, also wirklich 10 Trainings, ja, wirklich, wo man ganz, ganz viel mitnehmen kann und wir freuen uns schon richtig auf diese neue Gruppe. Also ich bin schon im Bootcamp-Fieber, kann man wirklich so sagen. Cool. Sehr gut. Und das heißt, da lernt man wirklich auch so das, was wir vorhin ja auch schon angesprochen haben, diese Clearing-Geschichten so ein bisschen kennen und erleben. Ganz das genau. Ist das ist auch eine Kostprobe meiner holistischen Arbeit. Also wer ne, sich vielleicht noch denkt, oh, wie funktioniert das jetzt genau? Kommt einfach rein, probiert es aus, ne, lernt mich da nochmal näher kennen und lernt auch die anderen näher kennen. Also es ist auch eine tolle Gruppe, eine tolle Energie. Das haben wir letztes Mal schon gemerkt, wo viele gesagt haben, wow, hätte ich gar nicht vermutet. Also kann ich wirklich ne, aus doppelter Hinsicht nur empfehlen, wer sagt, er möchte mich gerne nochmal kennenlernen oder wirklich ne, für sich auch da was machen. Genauso aber auch, lasst euch mal überraschen von der Gruppenenergie. Da passiert einiges in diesen 5 Tagen. Cool. Das ist doch eigentlich ein super Abschluss. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas von dir mitgeben willst, was wir jetzt heute nicht angeschaut haben, oder ob du auch sagst, so ist es eigentlich rund für heute. Ich würde sagen, es ist rund für heute. Sehr gut. Aber gerade weil sich die Learnings so schön verbunden haben, habe ich zumindest. Das war jetzt wirklich cool. Das hat sich voll, ja. Also der Kreis hat sich komplett geschlossen. Also ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ich habe es wirklich jetzt auch. Wir haben ja auch, und wir müssen ja auch ganz ehrlich sein, wir haben in den 5 Minuten vor dem Interview ja auch unser Thema nochmal geändert. Genau. Nee, deswegen, wir haben echt gedacht, so die Learnings, die wir schon gern zum Start gewusst hätten, oder ich jetzt in dem Fall, du hast es ja jetzt auch mit ergänzt. Und ich glaube, das hat es jetzt richtig schon rund gemacht. Also für mich cool. Ist es rund. Und ja, wer weitermachen möchte, kommt wahnsinnig gern ins Bootcamp rein. Perfekt. Oder, und den Link, den teilen wir natürlich auch. Also der ist hier jetzt bei denen, die auf Facebook dabei sind, schon dabei, aber kommt dann auch in die Podcast-Shownotes für alle, die sich da anmelden wollen. Genau. Cool. Dann danke dir, Christine, für deine Zeit. Es war super, mal wieder auch in dem öffentlichen Kontext mit dir zu sprechen. Und ich freue mich auf weitere Folgen, die folgen werden. Ja, das freue ich mich auch. Und ja, an euch wirklich geht los für das, was da in euch brennt. Ihr habt es jetzt gehört. Auch wir haben unsere Learnings gehabt und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß auf dem Weg. Cool. Danke dir. Bis dann. Ciao.